Hast du dieses Buch schon gelesen? Du schaust zu viel Fernsehen. Hier, lies mal ein Buch zur Abwechslung. Was geht denn jetzt ab? Wow, wo sind wir denn gelandet? Challenge angenommen. Willkommen bei der Mal-Challenge. Ich kann's kaum erwarten. Welch lieblicher Duft. In eurer ersten Challenge müsst ihr eine ganz malen. Ich erwarte Großes von euch. Oh, wow. Das wird lustig. So niedlich. Womit fange ich am besten an? Yes! Das Wichtigste ist, den Stift richtig zu halten. Was machst du da? Ich will doch nur deine Technik sehen. Hör endlich auf damit. So ein Spielverderber. Kann ich meine Hand als Referenz nehmen? Oh, das kurbelt meine Kreativität an. Male zunächst deine Hand nach. Der Daumen ist der Kopf. Und die Hand ist der Körper. Vergiss nicht, die Füße zu malen. Mit etwas Farbe sieht das gleich viel lebendiger aus. Diese Gans hat gelbe Federn. Die Füße kann man in Braun malen. Gleich bin ich fertig. Okay, dann zeigt mal her. Ganz klar eine Gans. Ich bin dran. Und, was denkst du? Beide Zeichnungen sind atemberaubend. Doch diese Maltechnik hat mich überzeugt. Ja, gewonnen! Seid ihr bereit? Hey! Wow! Wie niedlich! Er hat sogar einen kleinen Pullover an. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Auf die Plätze, fertig, malt los! Okay, mal sehen. Ich muss aufholen. Diese Runde wird dann nicht gehen. Ich habe mich schon wieder vermalt. Nein, nicht bewegen! Wie male ich am besten einen Hund? Ich schreibe das englische Wort für Hund, Dog. Vielleicht inspiriert mich das. Was könnte man daraus machen? Das ist es! Jetzt habe ich eine Idee. Male Ohren in einer D-Form. Erkennst du schon das Gesicht? Oh, so eine süße Schnauze. Jetzt erkennt man schon mehr. Den Körper nicht vergessen. Mit etwas Farbe sieht die Zeichnung viel lebendiger aus. Hunde mit braunem Fell mag ich am liebsten. Fertig? Auf jeden! Los, zeigt mir eure Kunstwerke. Wie süß. Gute Arbeit. Aber ich habe Super Dog gemalt. Auch sehr süß. Eine schwierige Entscheidung. Die Runde geht an Gina. Yes! Haha! Wo ist mein... Ene, mene, mei, ich zaubere eine Rose herbei. Ein toller Zaubertrick. Hier, eine Rose für das Publikum. So eine hübsche Rose. Die darf nicht verwelken. Hey, ich will sie auch abzeichnen, Brian. Prägt dir die Form der Blüte ein. Oh yeah. Das kann ich aus dem Kopf malen. Die Rose hat zu mir gesprochen. Und hat meine Kreativität erweckt. Zieht euch die Form der Blüten rein. Die Farbkombination gefällt mir sehr gut. Erkennt ihr schon die Texturen? Die Farben sehen richtig lebendig aus. Jetzt kommt die Feinarbeit. Einfach und doch brillant. Vergiss nicht, den Schatten zu malen. Damit sieht die Blume gleich viel realistischer aus. Bleib geduldig und deine Mühe wird sich bezahlt machen. Das Endergebnis wird dich umhauen. Versprochen. Gleich sind wir fertig. Und geschafft. Gerade rechtzeitig. Zeigt mir eure Zeichnungen. Cool, oder? Muss das sein? Ich bin nicht sehr weit gekommen. Oh, das ist ein Jammer. Brian? Was? Okay, von mir aus. Hier, für deinen Blumenstiel. Danke. Nur noch ausschneiden und ankleben. Fertig. Ausgezeichnet. Ein Bild, das durch eure Freundschaft entstanden ist. Für mich seid ihr beide Gewinner. Dennoch gewinnt Gina. Oh, seid ihr schon soweit?
Mal sehen, was ich dieses Mal herbeizaubere. Tada! Wie schwer kann das schon sein? Nee, ich muss anders anfangen. Oh, Gina! Ich hab's! Nee, doch nicht. Yes! Das ist das Geheimnis meiner Kreativität. Wow! Ich bleib lieber bei meiner Technik. Wir beginnen mit einfachen Linien. Dann verbinden wir die Linien. Man kann die Hand schon gut erkennen. Aber es fehlen noch die Details. Damit sieht die Hand realistischer aus. Die Zeit ist um. Brian, hör auf zu malen. Brian! Oh, ich bin fertig. Das ist interessant. Gina, was für eine makellose Arbeit. Yes, ich freue mich ja so. Was ist mit mir? High five! Also eigentlich. Ich habe schon wieder gewonnen. So gut. Ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Bedeckt eure Augen. Diese Challenge wird aufregend. Okay. Hey, hier ist eure nächste Challenge. Yes, das ist die beste Challenge von allen. Oh Mann, ich liebe Poppets. Jetzt kann ich die Form nachmalen. Die Farben stehen schon bereit. Zuerst fange ich mit Lila an. Die Reihe ist fertig. Was zum... Okay, ich bin fertig. Vorsichtig. Ha! Und Showtime, ran an den Speck. Brian, was hast du damit vor? Das wirst du gleich sehen. Oh yeah, los geht's, Baby. Jetzt passt mal gut auf. Malt kleine Punkte auf dem Stab. Malt noch mehr Punkte in einer anderen Farbe. Und dasselbe nochmal in Orange. Nimm die Farben eines Regenbogens. Gleich bin ich fertig. Gleich kann's so richtig losgehen. Roll den Stab auf dem Papier, solange die Farbe nass ist. Gina, guck dir das an. Welche hervorragende Leistung. Nicht schlecht. Aber Brians Bild hat mir den Atem geraubt. Verneigt euch vor dem Poppet-König. Danke, danke, vielen Dank. Hast du auch Lust auf etwas Kreativität? Dann triff dich mit deinen Freunden und mach gemeinsam eine Mal-Challenge. Schon gesehen? Abonnier unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen.